Education. Heute werde ich euch zeigen, wie man am besten Groove spielt. Dazu werde ich anfangs ein bisschen was vorspielen und dann noch kurz erklären, worum es geht. Ja, okay. Das Wichtigste im Groove ist, also ich gehe mal von mir aus, ist Bassdrum und Snare. Die machen den Groove aus. Da ist egal, ob da die Hi-Hat dabei ist oder wie das Becken klingt, das ist erstmal nicht so wichtig. Hauptsache die Snare und Bassdrum stimmen. Dazu kann man sich gut einige Pattern aufschreiben, um das zu üben. Es ist wichtig, in welchem Verhältnis diese beiden zueinander stehen. Sowohl Lautstärke als auch Notenwerte. Gut, ich demonstriere das mal kurz. Würde ich nur Bassdrum und Snare spielen, wie es ja auch in den Marching Bands üblich ist und auch in diesen New Orleans Second Line Bands, wo ja meistens nur Bassdrum und Snare besetzt ist, und das ruft ja auch trotzdem die Hölle. Ha. So, alles klar, ich zeige das mal kurz. Wenn wir richtigen Hip-Hop kennen, ist da meistens irgendwelche elektronische oder MIDI-Becken dabei und Hi-Hat, aber im Grunde genommen ist es eigentlich auch nur Snare und Bassdrum. Ja, das ist der Groove, dazu kann man schon dancen, tanzen, wenn man möchte. Wenn man das jetzt noch instrumentiert und Becken dazu nimmt, klingt das natürlich alles noch ein bisschen schöner. Aber wir vergessen nicht, die Grundlage dieses Grooves ist Bassdrum und Snare.
mal ein Second Line betrachten, wie das da klingt, wo ja eigentlich auch nur Bass, Drum und Snare dabei sind. So, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, die großen Trommelspieler bei der Second Line Brass Band spielen mit der rechten Hand die Bassdrum und haben obendrauf noch zwei Klatschbecken. Und dann klingt die Rhythmusgruppe der Brassband praktisch so. Und zwar mit dem Handsatz rechts, rechts, links. Okay? Mal langsam. So, und dann hört ihr schon das typische an diesem Second New Orleans Line Beat ist ja auch dieses geschaffte Achtel oder swingige Achtel, swingig gerade Achtel, trinär auch genannt. Okay. Dankeschön.